Meine Damen und Herren, zu den Inhalten: 5 Jahre Regierungspolitik, die jetzt vor uns stehen, 5 Jahre Arbeit, die wir gemeinsam zu bewältigen haben. Und auch hier muss ich sagen, dass eine Regierungserklärung ja Ehrlichkeit auch bewerten muss. Und da stellen wir einfach fest, dass der zurückliegende Wahlkampf ja jetzt schon zeigt, dass die Wahl zwar gewonnen worden ist, dass die Versprechungen, die zu diesem Wahlerfolg geführt haben, aber jetzt eigentlich schon über Bord geworfen worden sind. Ich bin neugierig, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, ob Sie Ihre Ausländermaut durchsetzen können. Sie haben ja gesagt, Sie werden keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem die Ausländermaut nicht drinsteht. Ich habe gesagt, vielleicht steht drin, die Ausländermaut kommt nicht, dann steht es auch drin. Aber Sie haben gesagt, die Ausländermaut kommt, anders wird nichts unterschrieben. Und Sie haben auch mal gesagt, der Länderfinanzausgleich muss geändert werden, auch sonst werden Sie den Koalitionsvertrag nicht unterschreiben. Ich wünsche Ihnen auch auf diesem Weg viel Erfolg. Ihr heutiger Verweis darauf, dass Sie ja klagen werden und weiter klagen werden, steht im Raum. Kommt das rein? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Was Sie versprochen haben und was aber jetzt schon angeblich aus Finanzierungsgründen über Bord geworfen worden ist, ist die Erhöhung des Kindergeldes. Jetzt können wir es uns nicht leisten. Wann dann? Im Wahlkampf konnte man es uns noch leisten. Jetzt können wir es uns nicht mehr leisten. Also Kindergeld, Mütterrente, Angleichung der Mütterrente. Ich bin auch hier neugierig, was da rauskommt. Abschaffung der kalten Progression. Das waren die Dinge, mit denen Sie die Wahl gewonnen haben. Und jetzt heißt es kurz nach dem Wahlkampf, wir können uns das jetzt nicht leisten, aber der Wahlerfolg ist in der Tasche. Sei er Ihnen gegönnt. Trotzdem sage ich, diese Politik war unehrlich, genauso wie die Regierungserklärung von vor 5 Jahren in vielen Punkten unehrlich war. Es ist angesprochen, das verkündete schnelle Internet, 2008 verkündet, in 3 Jahre haben wir es. Jetzt 2013 wird es für 2018 versprochen. Es kommt mir vor wie bei den Heiligen Drei Könige, wo ja ober der Tür dann immer mit der Kreide die Jahreszahl steht. Man wischt die hinteren beiden Zahlen weg und ergänzt hinten immer. Und vorne der Kasper, Melchior und Balthasar bleibt stehen. Also ich sage hier ganz klar, dieses Verschieben solch wichtiger Infrastrukturmaßnahmen auf der Zeitachse nach hinten, das muss anders werden. Da ist hier wirklich in den letzten Jahren viel Vertrauen zerstört worden und auch wirtschaftliche Kapazität zerstört worden, die dringend nötig gewesen wäre. Genauso war 2008 eine Ihrer Aussagen im in der Regierungserklärung, Steuererhöhungen werden nicht kommen, sondern sogar Steuersenkungen. Ich habe keine Steuersenkungen mitbekommen. Es waren Aussagen drin, dass die Krankenhausfinanzierung besser werden müsste. Soeben haben Sie vorher gesagt, es ist nicht hinnehmbar, dass die Krankenhäuser so schlecht finanziert sind, dass sie trotz guter Arbeit nicht in die schwarzen Zahlen kommen, sondern draufzahlen. Auch das war schwarz-gelbe Politik in den letzten 5 Jahren. Eine versprochene Verbesserung der Krankenhausfinanzierung, die nicht gekommen ist. Und es war auch ein Versprechen, die Renten zu erhöhen. Ja, sie wurden erhöht um 0,25%, also deutlich hinter der Inflationsrate. Meine Damen und Herren, auch das zeigt noch die Wertigkeit von Regierungserklärungen, die immer dann die Themen beinhalten, die für die vor uns liegenden Wahlen wichtig sind. Diese Steuersenkungen, die waren wichtig 2008, um sie für die Bundestagswahl 2009 den Leuten ans Bein zu binden. Heute haben wir von Steuersenkungen nichts mehr gehört, weil die Bundestagswahl hinter uns ist und Rot-Grün dumm genug gewesen ist, in diese Falle zu tappen. Stattdessen haben sie dieses Euro-Thema und die Volksbefragung und Volksbeteiligung hier jetzt groß nach vorne gestellt. Das wird jetzt das Wahlkampfthema werden bis zur Europawahl. Volksbeteiligung und wir wollen alle einbinden. Der Bürgerentscheid in München gegen die dritte Startbahn
interessiert sie weniger. Herr Kollege, wir bauen die trotzdem. Also Herr Kollege Aiwanger. Hier wird Bürgerbeteiligung, die stattgefunden hat, nicht ernst genommen. Und es wird für einen vor uns liegenden Wahlkampf die nächste Bürgerbeteiligung an die Wand gemalt und nachher wieder weggewischt, wenn der Wahlkampf rum ist. Das ist eine unehrliche Politik, die ich an der Stelle kritisiere. Herr Kollege Aiwanger, Herr Aiwanger, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, wir haben schon so weit hinten. Es geht jetzt darum, die wichtigsten Themen für die nächsten Jahre herauszuarbeiten. Und da sind wir Freien Wähler diejenigen, wenn es auch mal unangenehm ist, ansonsten sind wir ja sehr fair, diese Dinge auf den Tisch zu legen, Widersprüche aufzuzeigen und Versprechen, ja, daran zu erinnern, dass es wieder vorwärts geht mit Bayern. Die Schwerpunktthemen Bildung, ländlicher Raum, Kommunen, Energiewende, meine Damen und Herren, diese Themen haben im Landtags- und auch im Bundestagswahlkampf fast keine Rolle gespielt, obwohl sie uns äußerst wichtig sind. Und jetzt sind diese Themen wirklich zu besetzen. Bildungspolitik, frühkindlicher Bereich, Debatte, Betreuungsgeld hin oder her. Fakt ist nach wie vor, dass die Kinder, die in eine Betreuungseinrichtung gehen, ja teilweise in sehr großen Gruppen sind und die Kommunen sehr große Probleme haben, genügend qualifiziertes Personal zu finden. Heißt also, hier werden wir etwas drauflegen müssen, um mehr Qualitätspersonal in den frühkindlichen Bereich zu bringen. Das ist und bleibt eine Forderung der Freien Wähler, da gehen wir nicht weg davon. Dort müssen wir nachbessern. Grundschulstandorte, das Wortspiel selbstständige Grundschulstandorte und Grundschulstandorte allgemein dürfte mittlerweile weit genug aufgeklärt sein, dass der Normalzuhörer natürlich meint, damit sind alle Grundschulstandorte gemeint, nachher ist es, das war ja kein Selbstständiger. Meine Damen und Herren, dem Kind ist es egal und den Eltern, ob ihr Standort ein Selbstständiger oder ein Unselbstständiger war, die wollen ihre Kinder dort behalten und da müssen wir auch von den Klassen... Und da müssen wir auch von den Klassengrößen runtergehen. Wir haben selbst in unserer Kommune 2x 25 Kinder pro Klasse, 1x 27 Kinder in der Grundschulklasse und dann noch ein Kind mit Migrationshintergrund, kein Wort Deutsch, in diese Klasse mit 27 Kindern reingesetzt. Das geht nicht. Wir wollen hier maximal 22 Kinder. Wir brauchen im Falle des Falles eine pädagogische Zweitkraft. Und es muss gewährleistet sein, dass ein Kind, das nicht Deutsch kann, anderweitig hier erst auf den Stand gebracht wird und nicht mangels Möglichkeiten einfach dort reingesetzt. Da heißt es immer, das stimmt nicht, ich gebe Ihnen die Adresse. Also hier, das sind die Probleme der Menschen, das sind die Probleme in der Bildungslandschaft vor Ort. Es geht weiter mit den Mittelschulverbünden, die ja gegründet worden sind mit der Ankündigung, damit kleine Standorte zu retten, auch die Klassengröße dann unter 15 mal runterfahren zu können. Das mag auf dem Papier stimmen. In der Praxis scheitert es auch hier häufig daran, dass dann eben die Lehrer nicht da sind, um eine 13er-Klasse zu halten. Sonst müsste eine andere Schule dann 30 oder mehr Kinder pro Klasse haben. Also scheitert auch hier das Erhalten des Standorts dann teilweise an der Verfügbarkeit der Lehrer. Und hier glaube ich bei allem, ja, Respekt vor Ihrem Bemühen, den Staatshaushalt nicht ausufern zu lassen, beim Personal für Schulen, dort müssen wir anders denken, dort ist jede Kraft nötig, dort müssen wir noch etwas mehr reinstecken, um hier die sogenannte demografische Rendite, die immer angekündigt wird, ja, nicht abwarten zu müssen, sondern zu sagen, eine Grundschulklasse über 22 Kinder ist suboptimal, eine Klasse über 25 ist nicht hinnehmbar, dort müssen wir nachbessern. Der Durchschnitt ist, ich will Ihnen das Beispiel von Eisschrank und Herdplatte nicht bringen, Durchschnitt. Kümmer, da braucht man nicht drüber diskutieren, eine Grundschulklasse mit über 25 Kindern geht einfach nicht, da hilft der ganze Durchschnitt nichts. Das hilft dem Kind in der Klasse mit 26 und 27 Kindern nicht, wenn Sie dem Erstklässler sagen, im Durchschnitt haben ja die anderen Klassen kleiner, das hilft dem nicht weiter. Wir müssen hier nachbessern. Und Sie wissen auch, dass gerade bei Realschulen und Gymnasien sehr viele Schüler in vielen Gebieten, jedes dritte Kind in einer Klasse mit über 30 Kindern ist. Dort ist vielleicht nicht so brisant wie in den Grundschulen, aber auch hier muss nachgebessert werden. Und letztes Ding,
G9, Sie sagen, Sie machen keine neuen Schulreformen. Ich würde Ihnen empfehlen, dieses Thema nochmal auf die Tagesordnung zu bringen. Wir werden es über das Volksbegehren nochmal auf die Tagesordnung bringen, weil wir einfach feststellen, dass ein Großteil der Gymnasiasten mit dem jetzigen System nicht glücklich ist. Auch die Lehrer damit nicht glücklich sind, ganz einfach deshalb, weil hier zu viel Stoff auch am Nachmittag ist, zu viel Lerndruck ist in kurzer Zeit. Hier müssen wir eine etwas entspanntere Unterrichtsatmosphäre reinbringen. Die Kinder sollen noch Kinder sein können, nicht Lernmaschinen. Dort läuft am Gymnasium heute sehr vieles schief. Die Guten packen das, keine Frage, aber auch die sind dann dreimal am Nachmittag in der Schule und könnten dann stattdessen vielleicht was anderes tun. Aber für sehr viele ist die jetzige Situation nicht optimal. Und wenn wir von mehr Bürgerbeteiligung sprechen, müssen wir an der Stelle auch zur Kenntnis nehmen, ich konnte es immer nur mit Kopfschütteln quittieren, dass Schulleiter hinter vorgehaltener Hand sagen, ihr habt ja recht, 9 Jahre wäre besser, aber versteh bitte, ich darf als Schulleiter nicht sagen. Meine Damen und Herren, wo sind wir denn? Wir sind doch nicht in der DDR. Wenn ein Schulleiter sieht, dass das Ding für die Kinder nicht in Ordnung ist, dann muss er das offen sagen dürfen und muss das an die Politik herantragen dürfen, ohne dass er hier negative Konsequenzen zu befürchten müsste. Mein Eindruck ist, die haben hier teilweise Angst und sagen aufgrund dessen nichts und sagen, wir wünschen euch, ihr schafft das, wir sagen aber nichts dazu. Also hier klare Botschaft, greifen Sie dieses Thema G9 nochmal auf. Dort ist noch nicht alles optimal. Dort reicht es nicht zu sagen, wir tun die nächsten 5 Jahre nichts, weil die Welt hier in Ordnung sei. Nein, dort müssen wir nachbessern. Ländlicher Raum, das große alte Thema der Freien Wähler, aber so aktuell wie nie. Vielleicht symbolhaft festgestellt in der Situation, dass wir im ländlichen Bereich leerstehenden Wohnraum haben und keine 100 Kilometer weiter in den Metropolen unbezahlbaren Wohnraum. Meine Damen und Herren, da haben wir wieder den Durchschnitt. Durchschnittlich sind die Mieten bezahlbar. Dort steht das Haus leer und dort kannst du es nicht bezahlen. Wir müssen optimale Lösungen hinbekommen. Da zählt auch die Verkehrsanbindung dazu. Da zählt aus dem ostbayerischen Raum raus die direkte Bahnanbindung Ostbayerns an den Flughafen dazu. Auch hier ist es gewesen wie bei den Heiligen Drei Königen. Wirtschaftsminister Zeil hat hier den Beginn der Baumaßnahmen für dieses Projekt für 2012 versprochen. In 4 Jahren soll es fertig sein. Jetzt ist dann bald 2014. Ich habe noch keinen Bagger gesehen. Auch hier wird es nach hinten geschoben. Mit der Folge, dass eben jemand vom ländlichen Raum dann ja zum Flughafen am besten mit dem Auto fährt, hat er keins, ist er schon wieder irgendwo abgeschnitten. Hier muss nachgebessert werden. Und da sehen wir genauso in den Städten das Thema des öffentlichen Personennahverkehrs. Auch hier gilt es in den nächsten Jahren, vor allem auch in München, mit viel Hirnschmalz vernünftige Lösungen zu finden, Ertüchtigung der Außenäste und dergleichen mehr. Und nicht zu sagen, das Thema S-Bahn, zweite S-Bahn-Stammstrecke, das ist der Weisheit letzter Schluss. Klammer auf, 2,5 Milliarden nach oben hin offen. Da werden wir in eine Falle tappen, die ist so groß wie das Landesbankloch. Und am Ende haben wir noch keine Lösung. Also bitte auch hier mit vernünftigen, zeitnahen Lösungen arbeiten. Und das ist bei vielen weiteren Verkehrsprojekten ein Thema bis hin zu einer B15 neu, wo es auch heißt, ja, die B15 neu, die wird jetzt dann gebaut. Da braucht man in der Zwischenzeit keine dritte Überholspur, keine Ortsumfahrung. Das erübrigt sich. Meine Damen und Herren, wir müssen zeitnah Lösungen bringen. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube hinter dem Dach, die dann keiner mehr findet. Wir brauchen pragmatische Politik, zeitnahe Politik. Und gerade in der Verkehrspolitik brauchen wir hier auch mal die kleine Lösung, aber die muss kommen. Dass im ländlichen Bereich das Thema Landwirtschaft in Zukunft vielleicht wieder eine größere Rolle spielen soll, dafür kämpfen wir ebenfalls. Auch hier ist wichtig, dass wir die Marktposition der Landwirte anerkennen, dass wir die stärken, dass wir nicht mit immer mehr Großstrukturen die bäuerliche Landwirtschaft an die Wand spielen. Meine Damen und Herren, dass am Ende nur noch ja investorgestützte Großlandwirtschaft die Flächen übernimmt,
vielleicht über große Biogasanlagen die Flächen abgrast und die kleinen Bauern dürfen noch den Frontlader bedienen. Nein, wir brauchen hier eine bäuerliche Landwirtschaft, brauchen eine faire Perspektive und da sind wir auch bei den Marktpositionen und bei den zunehmenden marktbeherrschenden Stellungen der Fleischindustrie, des großen Lebensmitteleinzelhandels. Hier sind sie gefordert, künftig auch übers Kartellamt ranzugehen. Die Bauern schützen, den Bauern eine faire Chance lassen. Auch das ist Bayern, meine Damen und Herren. Es geht um das Thema Gesundheitsversorgung, flächendeckende Haus- und Facharztversorgung. Hier haben wir jahrelang für bessere Hausarztverträge uns auch politisch eingesetzt. Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen. Die angekündigte bessere Finanzausstattung der kommunalen Kliniken lässt auf sich warten. Ich bin mal neugierig, ob diese Gesundheitslandschaft diesen Verdrängungswettbewerb überlebt, der ja ganz gezielt von langer Hand von einer Gesundheitslobby von oben gesteuert wird, die da lautet, räum die Haus- und Fachärzte aus dem Weg, mach börsennotierte Klinikketten, die gehören dann irgendeinem Großinvestor und der Rest ergibt sich schon. Dort müssen wir aufpassen, dort müssen wir nicht nur retten, was noch zu retten ist, sondern dort müssen wir auch den Ärzten, den freiberuflichen Ärzten wieder eine klare Perspektive geben. Das ist Gesundheitspolitik Berlin zu einem großen Teil, ist aber auch bayerische Politik. Wenn wir das wollen, können wir mehr tun als derzeit. Wir sind hier noch nicht mit unserem Latein am Ende. Es geht um das Thema der Energiewende. Auch hier sehen wir die großen Wertschöpfungspotenziale, gerade für den ländlichen Bereich. Hier ist jetzt mit dieser Länderöffnungsklausel Chance und Risiko gleichzeitig gesehen. Ich bitte Sie darum, hier nicht der Verhinderungspraxis alleine das Wort zu reden. Natürlich, wo die Bürger das nicht wollen, will man ihnen keine Windmühle vor die Nase setzen. Aber es gibt durchaus Kommunen, die darüber Geld verdienen wollen. Denen sollten wir offener diese Chance geben und nicht sagen, na gut, verhindern wir mal, es ist nicht schön fürs Landschaftsbild. Und wenn wir hier sehen, dass sie hier auf Berliner Ebene jetzt Nordrhein-Westfalen mit ihren Kohlerevieren den Ball zuspielen, Kraft verteidigt hier natürlich ihre Pfründe zu Lasten der süddeutschen Energiewirtschaft. Sie haben immer zugestimmt, wenn es darum gegangen ist, Solareinspeisung zu kürzen. Meine Damen und Herren, das ist Politik gegen den Energiestandort Bayern, weil Südbayern nun mal sonnenexponierte Lage Nummer 1 in Deutschland ist. Wenn wir hier die Solarbranche runterfahren, wenn wir uns hier mit den Windkrafträdern völlig aus dem Spiel nehmen, dann überlassen wir anderen die Märkte von morgen und müssen morgen hier Energie importieren und Bayern ist dann an der Stelle weg vom Schuss. Also auch hier für bayerische Politik sich einsetzen, heißt die Windenergie nicht völlig zu eliminieren und heißt auf alle Fälle auch die Sonnenenergie zu unterstützen und heißt die Energiespeichertechnik endlich mehrheitsfähig, salonfähig zu machen, durchsetzungsfähig zu machen, die Energiespeichertechnik mit Methanisierung. Das ist die Lösung, mit der wir unsere Sonnenenergiestandorte im Süden wertvoll machen können, mit denen wir am Land Geld verdienen können, damit Geld im Land bleibt und nicht für russisches Gas oder nordrhein-westfälische Kohle ausgegeben wird aus bayerischen Kassen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ländlicher Raum heißt für uns auch das große Zukunftsthema zu bearbeiten, das wir in den letzten Monaten intensiv diskutiert haben, aber heute kaum mehr einer auf dem Schirm hat, Hochwasserschutz. Hochwasserschutz mit den Kommunen, Hochwasserschutz mit den Bürgern heißt ganz klar, die Bürger mit ins Boot nehmen, hier nicht zu sagen, wir enteignen die Landwirte oder wir tun am Ende überhaupt nichts und hoffen, dass schon nichts mehr passieren wird. Das nächste Jahrhundert Hochwasser, rein statistisch gesehen, passiert es noch in dieser Legislaturperiode, meine Damen und Herren. Wir müssen also schnell die Gummistiefel anziehen, müssen schnell raus zu den Bürgermeistern, zu den Landwirten, brauchen das Personal an den Wasserwirtschaftsämtern, die diese Entwicklung vor Ort mit den Bürgern koordinieren müssen und brauchen hier wirklich wirkungsvolle Lösungen, brauchen hier die Polder, brauchen auch die kleinen Wasserrückhalteeinrichtungen. Das müssen nicht immer Quadratkilometer geflutetes Ackerland sein. Das sind häufig nasse Wiesen, Moore und so weiter. Will das nicht vertiefen. Das ist eine Sisyphus-Aufgabe, aber das zahlt sich aus. Sie haben vorher gesagt, 1 Euro an der Stelle gespart.
spart hinten raus 2 Euro Entschädigung. Das stimmt. Stoiber hat das Personal bei den Wasserwirtschaftsämtern gespart und hat es mit vielen Millionen Hochwasserschäden bezahlt. Ich wage zu behaupten, dass diese Hochwässer im Bereich Deckendorf hier nicht in der Form stattgefunden hätten, wenn das Thema Hochwasserschutz schon einen höheren politischen Stellenwert in der Vergangenheit gehabt hätte. Meine Damen und Herren, Kommunen als weiteren sehr wichtigen Punkt. Ich unterstütze trotzdem, der Kollege Kreuzer sagt, die Betroffenen wollen gar nicht mehr. Trotzdem die Forderung nach 15% Kommunalanteil am Steuerverbund. Die 12,75 sind zwar besser als 11,5 und was wir schon alles hatten, aber wir müssen auf die 15% zumarschieren, weil damit die Kommunen endlich mal wieder Auftraggeber werden für die regionale Wirtschaft und nicht immer mehr ja unter einer Investitionsproblematik vor Ort leiden, weil die Kommunen damit auch ein Stück weit unabhängiger werden von einer Fördertopfpolitik, die wir heute feststellen. Meine Damen und Herren, in den nächsten Jahren sind Kanalsysteme und so weiter zu sanieren, die in den 60er, 70er Jahren gebaut worden sind. Entweder macht der Staat hier einen Fördertopf auf und sagt, für das Sanieren von Kanälen gibt es Fördertöpfe, oder er gibt ihnen vorher schon etwas mehr Geld, damit die selber freier wirtschaften können. Wir Freien Wähler sind traditionell für Letzteres, damit der Staat nicht bis aufs Komma vorkauen muss, wofür es Geld gibt, sondern die sind erwachsen genug, mit mehr Geld vernünftig umzugehen. Dieses Geld wird dort den Bürgern zugute kommen. Also deshalb 15% Kommunalanteil am Steuerverbund sind recht, sind zwar nicht ganz billig, aber die müssen wir uns leisten. Dort ist das Geld bei den Bürgern am besten angelegt, meine Damen und Herren. Eine weitere, ja, wichtige Zukunftsaufgabe auf kommunaler Ebene ist wirklich die politische Garantie, dass Sie hier nicht mit immer neuen Versuchen der Privatisierung der Daseinsvorsorge Unruhe stiften. Ich erinnere trotz allem immer wieder, wenn Sie es auch nicht gerne hören, daran, dass die Bundesregierung von Schwarz-Gelb im Dezember 2012 in Brüssel der Privatisierung der Trinkwasserversorgung zugestimmt hat, dahingehend, dass diese Wasserversorgung in die Konzessionsrichtlinie für Dienstleistungen aufgenommen worden ist und erst auf massiven öffentlichen Protest hin wieder herausgenommen worden ist. Also so viel dazu. Hände weg von der kommunalen Daseinsvorsorge in den Kommunen, meine Damen und Herren. Die Kommunen sind der Dreh- und Angelpunkt und ich habe es hier in diesem Haus schon mehrfach gesagt und wiederhole es gerne. Ich bin überzeugt, dass wir die Zukunftsaufgaben auch des Freistaates Bayern sehr viel schneller, sehr viel passgenauer lösen, wenn wir die Kommunen noch mehr in die Rolle des aktiven, ja, Handelnden bringen können, nicht des Befehlsempfängers, nicht dessen, der den Fördertopf mal abgreift, sondern sei es die Bildungspolitik, Stichwort Bildungsregionen, mehr ins Spiel bringen müssen, bei der Energiewende als denjenigen, der vor Ort ja das Aufeinanderprallen der Gegner und Befürworter von erneuerbaren Energien irgendwo steuern muss, sei es selbst das Thema Asylpolitik, wo sich in der Kommune entscheidet, ob man in einer dezentralen Aufnahmeeinrichtung mit 20 Asylbewerbern, die am Bauhof mitarbeiten dürfen, die im Sportverein integriert sind, ein vernünftiges Miteinander hinbekommen oder in einer Massenunterkunft Eskalation haben. Das entscheidet sich auch in der Kommune und deshalb müssen wir diese kommunale Zuständigkeiten auch bei diesen Themen weiter ausbauen. An dem kommen wir nicht vorbei, meine Damen und Herren. Es ist uns darüber hinaus sehr wichtig, das Thema Bürgerrechte auch in diesem Haus, auch bei einer Regierungserklärung anzusprechen. Und es ist mir etwas zu kurz gekommen, Herr Ministerpräsident, dass auch in Bayern in großem Stil scheinbar Wirtschaft, Politik, wer auch immer ausgespäht worden ist. Meine Damen und Herren, das ist eine Situation, die wir nicht so schulterzuckend hinnehmen dürfen. Wie haben wir in der Schule gelernt, wie wichtig ist das Briefgeheimnis? Was sind es für verbrecherische Regime, die die Briefe ihrer Bürger öffnen, um zu lesen, was die Mama dem Papa geschrieben hat, meine Damen und Herren? Und wir akzeptieren das so, es gehört eben heute dazu, dass man hier abgehört wird. Nein, meine Damen und Herren, das ist traurig.
Das ist traurig, dass wir das so akzeptieren, dass wir immer mit vielen Fingern auf die Unrechtsregime DDR und so weiter gezeigt haben, ja, die Leute belauscht haben, die die Briefe geöffnet haben. Ja, scheinbar ist es mittlerweile Volkssport auf diesem Kontinent und wir sagen dazu nichts. Meine Damen und Herren, auch hier ist die bayerische Staatsregierung gefordert, nicht nur dann eine für den Wähler vorgegaukelte Empörung zu spielen, sondern den Amerikanern ganz klar zu sagen, du bist zwar mein Freund, aber nimm bitte die Hände aus meiner Hosentasche. Bürgerrechte sind hier wirklich mit anderen Augen künftig zu sehen, weil ja gerade im Zuge der Globalisierung vieles über den Haufen geworfen wird. Ja, vieles, was an demokratischen Errungenschaften gilt, ja durch Marktzwänge scheinbar ausgehebelt wird. Die Politik sich ja immer mehr ins Abseits drängen lässt. Auch aufgrund dessen müssen wir durch eine kleinstrukturierte Politik an der Stelle retten, was zu retten ist, müssen auch das Thema Bürgerbeteiligung und Volksabstimmungen wirklich ernster nehmen, als das nur immer regelmäßig vor Wahlen zu verkünden. Man würde sich ja dafür einsetzen. Wir fordern also hier ganz konkrete Pläne, sehr zeitnah, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, dass wir auch für die bayerische Bevölkerung über das bewährte Instrument des Volksbegehrens und Volksentscheids hinaus ihre Volksbefragung auf den Weg bringen, dass wir hier auch zu einer dritten Startbahn und ähnlichen Dingen die Bevölkerung fragen können, und zwar nicht mit einer Suggestivfrage, sodass sie am Ende eben ein Ja ankreuzen, weil sie gar nicht wissen, was es genau bedeutet, sondern dass diesen Entscheidungen dann auch faire öffentliche Debatten vorausgehen, dass wir die Bürger mitnehmen nach dem Vorbild der Schweiz an dieser Stelle. Wir müssen nicht über alles Volksabstimmungen machen, aber die Schweizer machen es uns doch vor. Die stimmen darüber ab, ob ein teurer Tunnel gebaut wird oder nicht. Und am Ende stimmen die dem zu, wenn sie erkennen, dass es Sinn macht. Sie würden eben einem Transrapid nicht zugestimmt haben, weil sie gesagt hätten, das ist eine Schnapsidee oder eine Selbstdarstellung. Aber wenn ein Verkehrsprojekt Sinn hat, wird der Bürger zustimmen, weil er sieht, es bringt mir was. Also diesen Weg der besseren Einbindung, den müssen wir gehen, da sind wir gerne an Ihrer Seite. Lasst die Bürger sprechen. Das ist im Zweifel die richtige Entscheidung. Also Bürgerbeteiligung an der Stelle, klare Botschaft. Und Herr Ministerpräsident, wenn wir von Bürgerbeteiligung sprechen, nehmen Sie bitte auch nach Berlin mit, dass gerne die bayerische Bevölkerung wüsste, was denn in diesen ominösen Freihandelsabkommen verhandelt wird. Wenn hier Verhandlungen geführt werden, wo man teilweise gar nicht weiß, wer verhandelt da überhaupt. Irgendein paar Leute aus Brüssel verhandeln da darum, ob wir Gentechnik in die Nahrung kriegen oder nicht. Das muss sich eine Staatsregierung, das muss sich ein Landtag zurückholen. Ich will in diesem Haus über Parteigrenzen hinweg diskutieren dürfen, was hier unterschrieben wird, und will am Ende, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, wird gerade die Einrichtung vom Heimatministerium besprochen. Ist erledigt. Ich will hier dann am Ende der Veranstaltung auch mal das Volk darüber abstimmen lassen, ob sie einer solchen Freihandelszone zustimmen, ja oder nein, weil die ja am Ende die Suppe auslöffeln müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die damit betroffen sind. Also es passt nicht ins 21. Jahrhundert, dass über solche Dinge verhandelt wird und niemand weiß, wer verhandelt und worum geht's. Also bindet die Bürger ein, bindet auch das Haus ein, und wir werden als Freie Wähler dieses Thema Freihandelsabkommen bei nächster passender Gelegenheit zur Debatte in den Landtag bringen. Damit, glaube ich, will ich es zu Ende gehen lassen, um auch der Kollegin noch eine gewisse Redezeit einzuräumen. Ich hätte nur eine halbe Stunde, aber das muss nicht sein. Das Wesentliche ist gesagt, die Themen sind wiederholt von uns. Stärkung der Kommunen, bessere Bildung, ländlicher Raum, Bürgerrechte, vernünftige Verkehrs- und Energiepolitik und vor allem fairer Umgang in diesem Haus. Dankeschön.